Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge. Ich wollte gerade wieder sagen, Let's Play Clash of Clans. Nein, Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Schnelldurchlauf der Tage 3 bis 6, würde ich sagen. Denn am Wochenende habe ich kein Video gemacht. Also ich mache ja eine, grundsätzlich eigentlich am Wochenende so gut wie nie Videos oder eher super, super selten. Und ich habe auch gar nicht so viel Clash of Clans gespielt. Ich habe hier viele Clanstadtangriffe nicht gemacht, weil ich bin ganz ehrlich, Wochenende ist manchmal auch Wochenende. Und dann macht man wirklich nur das aller Nötigste. Und das sind hier die Angriffe, wenig Farm, wenig Clanstadt. Aber wir gehen trotzdem mal rein. Wir fangen heute mal an im Clan Free to Play. Was sich so ergeben hat die letzten Tage, und ihr seht das, grün, grün, grün. Also nach dem zweiten Spieltag, der ziemlich schwer war, haben wir alle Spieltage gewonnen, auch wenn wir gar nicht alle Angriffe gemacht haben. Das ist eigentlich das Witzige, wir haben gar nicht alle Angriffe gemacht, denn der ein oder andere konnte doch, denn doch nicht. Nur habe ich hier auch das Problem, dass ich auch nicht mehr tauschen kann. Ich muss mal eben was zu trinken holen. Dass ich auch nicht mehr tauschen kann, und dementsprechend, ja, muss man uns hier so ein bisschen durchwurschen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sind Erster, ja. Oh Gott, wir sind Erster. Ich hoffe nicht, dass wir aufsteigen. Aber dafür müssen wir schon Dritter werden. Und ihr seht, der Dritte ist schon ziemlich weit weg mit über 50 Sternen. Ist das schon fast nicht mehr möglich, hier diese Saison mal nicht aufzusteigen. Aber okay, sei es drum, wenn es denn so ist. Ich habe gestern Abend schon mit Toti hier zugeschlagen. Und wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt, dann seid ihr in den Livestreams dabei. twitch.tv/totoclashed. Dort machen wir eigentlich relativ viel. Auch hier aus der Liga oder abseits der Liga Legendenangriffe, ein bisschen quatschen. Und auf jeden Fall immer eine Menge Clash of Clans. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ihr seht, wir haben hier so ein bisschen so Art, ja, ich will nicht sagen Hit-Up-Wochen, aber so ein bisschen Hit-Up-Wochen. Und habe aber auch schon hier auf den hier leicht gefailt. Okay, ich mache gleich auch ein bisschen was live mit euch. Wollte jetzt aber erstmal durch die Clans huschen, also erstmal so ein bisschen auch warm werden. Wieder in die Woche reinkommen, hier in die Clash-Woche. Denn ihr seht das hier, der letzte Skin ist am Start hier, der Royal Champion. Also von der Mittelalter-Serie kaufe ich mir heute auch noch. Keine Frage, damit ich das Set komplett habe, inklusive der Szenerie. Und gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich gestehen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wie gefällt euch der Skin? Der Royal Champion, habt ihr euch vielleicht schon gekauft oder doch noch nicht gekauft? Habt ihr euch die Szenerie nochmal nachgekauft? Die gibt es ja immer noch zu kaufen. Für 6 Tage ist sie noch im Shop. Also falls ihr sie noch nicht habt, ich habe mir das Bundle ja gekauft mit einem Account. Und könnte mir sogar noch die Skulptur, weiß gar nicht, nee, kann ich mir, glaube ich, kein zweites Mal mehr kaufen, ne? Muss ich gleich mal beim Thorsten gucken. Aber okay, wir springen mal einen Clan weiter hier. Ach nee, ich wollte eben mal ein paar Truppen spenden. 1, 2, 3, 6, ich habe hier extra ein bisschen Luft gelassen, dass ich hier eben mal so ein paar Hoggies wegspende. Und gehen einmal in den Clan Deutschland, 30er CWL oder CSS-CWL. Auch ziemlich krank, und hier heißt es Liga in jedem Fall halten, weil hier sind wir schon Kristall 2. Und wenn ihr jetzt dann denkt, dass wir auch nach Kristall 2 aufsteigen im Clan Free to Play, da aber nur eine 15er spielen, wird es nicht einfacher. Ihr seht das hier, aber die Nummer 1 hat auf mich gefailt. Sehr, sehr schick. Mit E-Drachen-Spam, Leute. Ja, ich meine, wenn nichts geht, geht E-Drachen, aber auch nicht so wirklich. Man muss ja auch spielen können. Alle anderen hier haben schon sehr, sehr nett auch angegriffen. Manchmal klappt es nicht. Also es ist eigentlich eine relativ normale Liga-Woche mit Höhen und Tiefen. Die Höhen überwiegen aber, die Tiefen sind dann da, vielleicht zu nicht passender Stelle, aber auf jeden Fall macht das Spaß hier, muss ich sagen. Und ich glaube, ich habe auch schon mit Avatar alle Sternchen am Start, ja, 11 Stück, das passt. Und ich bin auch einmal ein bisschen runtergegangen, obwohl ich auch einen 14er gemacht habe. Aber hier passt das ganz gut. Und wir werden die Liga in jedem Fall, denke ich mal, halten. Dauert 41, der nächste hat 289. Also auch da sind schon 60 Sterne dazwischen. Da müsste schon ziemlich was dazwischen kommen, dass wir hier absteigen.
werden. Das heißt, wir werden die Liga halten. Finde ich auch ganz gut. Können wir nämlich die nächste Liga, ich sag mal, relativ entspannt noch genauso spielen. Also 11, 12, 13. Wobei für die Elfer hier ist es nicht ganz so angenehm. Es geht so. Ja. Nur ich weiß auch gar nicht, wir haben jetzt Grün-Rot. Grün-Rot, Grün-Rot. Okay. Aber vor Best, die stehen weit, weit unter uns. Das müsste eigentlich ein roter, nochmal ein grüner Eintrag für uns sein. Hier. Und nehmen wir mal den, ich glaube, wir nehmen mal den Beckensprung, über den habe ich die Tage so abgenölt. Nehme ich ihn jetzt mal in den Angriff mit rein. Okay, oh, gruseliges Dorf. Ich sehe es gerade, ganz, ganz gruseliges Dorf. Okay, oh, wie immer zu laut. Ist ja bei mir immer so. Dass ich das vorher nie checke. Okay, mit einer Blimp hier drin. Erstmal das Rathaus bekommen und noch vielleicht ein bisschen mehr. Aber sieht schon, ist schon ein komisches Base-Design. Ja, mit dem Lalo bin ich immer noch nicht so 4 auf 14. Müsste ich eigentlich mal ein bisschen üben, weil mit Drachen und Drachenreiter geht es jetzt eigentlich mittlerweile ganz gut. Auch mit der Blimp. Also ich spiele im Moment ja selber, das wisst ihr, mit, ich glaube, zwei Accounts, mit drei Accounts mittlerweile ausschließlich Blimp. Und wenn man es natürlich übt, es ist einfach so, Leute, dann, ja, dann laufen die. Also ich will mal so sagen, von 20 Angriffen mit Blimp ziehe ich einen weg, den ich dann ganz versemmel. Aber alle anderen laufen eigentlich ganz gut. Mal kommt man, oder mal bin ich auch nicht in die Base reingekommen, musste dann Plan B ziehen. Aber auch das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Wie gesagt, ist es einfach nur eine Übungssache. Gerade mit der Blimp und mit den Unsichtbarkeitszauber das genau zu timen. Und von daher sehe ich das alles relativ entspannt hier. Mal gucken, er kommt jetzt von da oben. Okay, da scheiden sich bei mir immer die Geister. Über welche Flanke gehe ich dann rein? Er hat aber auch jetzt keinen Feger mehr gegen sich. Das heißt, der Feger steht jetzt in entgegengesetzter Richtung. Späte Wortzündung hier am Multi. Da ist aber auch immer noch der Hund aktiv auf die Luftabwehr. Der müsste jetzt auch aufgehen. Geht er auch. Jetzt geht auch der Adler down. Und dann war es das eigentlich schon mit der Base. Auch wenn da jetzt der Single Inferno vielleicht noch versucht, alles zu reißen hier, wird ihm das trotzdem nicht gelingen. Denn er hat unten auch noch einen King, den er noch in die Mauer reinbrechen könnte. Hat jetzt, bekommt auch noch den Bogenschützenturm. Sehr, sehr schön. Obwohl das jetzt gerade, wenn ich das so sehe, könnte es doch ganz schön eng werden. Ne? Aber da ist auch noch der Royal Champion irgendwo. Wo ist der denn? Wo? Ach, das, da unten hat er den jetzt erst gesetzt. Okay, auch sehr, sehr spät gesetzt. Der hilft jetzt noch ein bisschen beim Cleanup. Dann war es doch nicht so ein Overkill, sondern naja, so knapp war es jetzt auch nicht. Da haben wir schon knappere Angriffe hier gesehen. Aber immerhin, aber schon ein bisschen geclasht. Ich will gleich auch mit euch auf jeden Fall einen Angriff machen. Denn im Clan, ich glaube, Totos Banda habe ich mich ein bisschen vorbereitet, dass ich mit euch auch einen CW-Angriff mache, aber springen wir erstmal kurz in den Clan Herausforderer. Also Tag 2 bis 6 ist hier. Tag 7 fängt dann heute Abend an. Okay, vielleicht mache ich dann die Liga heute Abend schon vorbei, weil ich morgen etwas weniger Zeit habe, das weiß ich noch nicht, aber auch hier haben wir nur gewonnen. Na okay, den ersten haben wir verloren, aber danach haben wir nur noch gewonnen. Und aber immer mit ein bisschen zu wenig Sternchen, denn die ersten drei hier oben, Baba, Huhn und Herausforderer, die haben alle 4 Siege, glaube ich, jetzt. Und zwei und eine Niederlage, soweit ich weiß. Da fehlen uns nur so ein bisschen so die Sternchen aus vielleicht nicht gemachten Angriffen. Gegen die Ü30-Veteranen haben wir noch gewonnen. Und hier sieht es auch ganz gut aus. Ich glaube, ich habe hier passend durchgetauscht, sodass jeder auf jeden Fall seine Sterne hat machen können. So ziemlich. Ich denke mal, der ein oder andere hat jetzt nicht den vollen Bonus mitbekommen oder bekommt nicht den vollen Bonus mit, aber ich habe zumindest auch den Leuten die Chance gegeben, dass alle mal hier mit in der Liga beteiligt sind. Wir waren ja 18, ihr könnt euch daran erinnern, 15 können nur mitspielen. Ja. Und was hat sich hier eigentlich Neues getan? Ich wollte mal gerade gucken, ja, ich könnte den Schädel immer nochmal kaufen, okay. Und wollte ich ja eben mal checken, den hole ich mir in jedem Fall. Ah, den hole ich mir jetzt, oder? Ah ne, den hole ich mir jetzt noch nicht. Muss ja mal ein paar Flaschen für sammeln. Okay, müssen wir ein paar Flaschen für sammeln. Was gibt's hier? Hier gibt es eine Power Potion. Keine Power Potion, sondern eine Bilder Potion. Für die Dark Ages
Challenge, die habe ich heute Morgen noch nicht gespielt. Die habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe sie mir natürlich beim Kollegen angeschaut, wie man es machen könnte. Okay, ich weiß nicht, manchmal gelingt mir das auf Anhieb, manchmal gelingt mir das auf Anhieb nicht. Ist aber auch nicht so tragisch, wenn mir das mal so auf Anhieb nicht gelingt, glaube ich. So, wir wollten, glaube ich, da reingehen und da reingehen. So hat der Kollege das auch gemacht. Ein da, ein da, ein da. Bowler hier mit drin. Kleine Bowler hier mit rein. Hexe mit rein. Den Boden stellen wir mal auf Boden, würde ich sagen. Und dann lassen wir die erstmal laufen so ein bisschen. Wir können hier einen Roll-Champion ruhig mit reinnehmen. Und nehmen die Bordenzündung auch hier relativ spät, würde ich sagen. Nehme ich jetzt erst. Na, obwohl, die war vielleicht schon wieder so ein kleines Stück zu früh. Die war vielleicht ein kleines Stück zu früh. Aber sei es drum. Können wir hier mitnehmen. Und ja, da brennt wirklich nichts an. Das ist schon richtig. Also hier ist, die ist wirklich super, super einfach. Stell ich gerade mal so fest. Oh, da lebt noch ein Held, sehe ich gerade. Da oben lebt noch ein Held. Jetzt müsste der aber weg sein. Jo. Und dann können wir den auch ziehen. Okay, die ist ja mal wirklich super, super einfach. Aber okay. Besser super, super einfach als super, super schwer. Aber ihr habt es gesehen, das ist eine Sache von Sekunden hier. Dann haben wir die Pulle hier mit drin. Und aber ich habe noch genug. Da können wir uns die Gems mitnehmen. Ne? Ja, nehmen wir die Gems und die EP mit. Kein Thema. Und da haben wir 35 Stück bekommen. Warum eigentlich 35? Ach so, weil wir die Flasche auch noch bekommen haben. Ja, stimmt. Okay, weil wir die Flasche noch bekommen haben. Also hier sieht es auch ligamäßig sehr, sehr gut aus. Aufstieg, denke ich mal, wird sehr, sehr schwierig, aber war auch gar nicht unser Plan. Ja, war auch gar nicht unser Plan. Und nur, dass ihr es gehört habt, Tag 3 bis Tag 6. Okay, Tag 3 bis Tag 6. Da will ich jetzt noch einen Angriff mit euch machen, mit dem Fry. Den habe ich vorbereitet. Ja, ein bisschen Clash of Clans muss beim Tutti immer gehen. Ich hoffe, der ist jetzt auch schon so weit. Ah ne, da haben wir noch zwei Pullen zu machen eben. Und auch hier sieht es sehr, sehr gut aus. Uns ist der Aufstieg einfach nicht mehr zu nehmen. Hier, die Totos-Bande geht auch in der zweiten Saison eine hoch. Ist es die zweite Saison oder schon die dritte? Lass mal gerade gucken. Warlock. Es ist schon die dritte Saison für uns, okay. Da sind wir schon aufgestiegen und hier kann uns der Aufstieg eigentlich auch nicht mehr genommen werden. Ihr seht das hier zum Zweitplatzierten schon 50 Sternchen mehr. Und gegen die haben wir schon gespielt. Gegen die haben wir sogar verloren, meine ich. Das war der Tag hier, End of Days. Die waren einfach zu schwer. Die waren einfach zu stark. Aber wir haben halt auch ein paar Sterne gemacht. Und dementsprechend, auch selbst wenn die gewinnen würden, haben wir im Moment mehr Sterne. Aber die haben womöglich auch noch ein Spiel, was relativ leicht ist, wo die nochmal Sterne richtig, richtig, richtig satt wegmachen können. Aber ich will erstmal einen Hit machen hier mit dem Frei. Ich habe immer oder fast immer den Gegenüber genommen, auch wenn unten so ein bisschen was frei war. Aber warum auch mal, vielleicht zum Üben oder einfach nur, dass man irgendwas gemacht hat. Aber so passt das eigentlich, glaube ich, ganz gut. Okay, dann gehen wir rein. 4 auf 4, ne, 8 auf 8. Was wollte ich hier eigentlich machen? Ich habe vorher schon gecheckt, der hat keine Klamburg. Ich habe nur 7er Spells. Ich weiß nicht, ob die 7er auch hierfür reichen. Ich habe eben mal geguckt. 1800. Mein Spell macht, glaube ich, nur 400. 1, 2, 3, 4, 1600 und 200 noch von dem. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir halt sehr, sehr unsicher. Oh, ich sollte mir auch ein bisschen Truppen mitnehmen, okay. Ich sollte mir auch ein bisschen Klönburg mitnehmen. Das war die verkehrte Toto. Ja, immer das Gleiche. Immer so schnell geklickt hier bei Clash of Clans. Da brauchte ich zwei von denen hier. Und dann nehmen wir hier, glaube ich, ich glaube, ich nehme mal einen Trank, sicherheitshalber. Ich glaube, ich nehme mal einen Army Boost. Ich glaube, ich nehme mal einen Army Boost. Es ist mir einfach sicherer, Leute, weil ich nicht genau weiß, jetzt gerade, ich habe die Tabelle nicht mehr im Kopf, die habe ich sowieso nicht im Kopf. Wie viel Blitzzauber brauchen wir für XXY? Aber okay, ich hoffe, dass ich hier hinten die Bombentürme mit wegbekomme.
die tun meinen Hexen nämlich ganz schön weh. Das passt eigentlich ganz gut, dieses Dreigestirn hier. Vielleicht könnten wir noch ein bisschen mehr zerstören. 1, 2, 3, 4. Ja, die sind jetzt schon weg, ne? Alter, hätte ich auch die 7er nehmen können. Okay, ist egal. Dann sind die jetzt schon weg, da hätte ich auch die 7er nehmen können. Ist mir jetzt auch Latte, dann haben wir das Rathaus auch schon mal ein bisschen angekratzt. Wie gesagt, auf Klarburg brauchen wir nicht achten. 1, 2, 1, 2. Ich mache erstmal so ein bisschen hier auf Ecke. 1, 2. Können wir hier auch noch einen Bowler mitschicken. Und 1, 2, 3. Karre dahinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ein bisschen aufteilen, dass ich nicht gleich alle Sachen in der Base habe, denn der Adler fängt recht zeitnah an zu schießen. Den auch mit drin. Und dann geht das hier ganz durch die kleine Rusher Base hier. Durch die kleine Rusher Base. Okay, da kann ruhig ein bisschen was nach außen gehen. Da ist die Falle. Den nehmen wir mal eben in Fries hier, den dicken. Dann geht das Rathaus schon mal weg. Das war ja jetzt sowieso, das Rathaus war eh schon angeheatet mit. Und das einzige Dusselige ist jetzt eigentlich nur der Single Inferno. Da müssen wir mal gucken, dass wir gleich noch genug Hexen da oben am Start haben. Nicht vergessen, das mitzunehmen da. Wir lassen den Magier da mal mitlaufen. Da läuft außen auch ein Magier mit. Ich nehme mal den King Entzündung, dass wir hier ein paar mehr Truppen haben, weil der... ich wollte die Queen auf jeden Fall nicht vor dem Single Inferno jetzt zünden, denn der fängt gleich auch an zu ballern und wird mir sicherlich alle Truppen rausnehmen. Erstmal der X-Bogen da unten weg. Wardenstatue macht auch nochmal ein bisschen Schaden, aber ich denke mal, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also oft viele Rusher Bases gesehen in dieser Woche der verschiedensten Arten hier. Und auch meine Hit-Ups oder überhaupt auch die Hit-Ups der anderen haben immer super, super funktioniert. Ich brauche die Queen hier noch nicht mal zünden. Also auch ein bisschen Pain für den Gegner noch. Und ja, sie wird natürlich selbst noch gezündet am Ende. Dass sie einmal auslöst, aber trotzdem drei Sternchen hier. Ja, so geht es in der Liga und so werden wir hier auch aufsteigen. Im Clan Totus Bande, wenn ihr nächste Saison dabei sein wollt. Rathaus 9, 10, 11 und kleine 12er. Ich meine da oben der Schmiedi, nee, der Snowkid. Mit seinen kleinen geruschten Zwölfern musst du halt immer hier oben ran und wenn du kein guter Angreifer bist, dann tappst du ein bisschen im Dunkeln und versuchst irgendwo anders Sterne rauszuholen im unteren Bereich, wenn dann da gefailt wurde. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also so ein bisschen Recap. Tag 3 bis Tag 6 und ein bisschen Herausforderung, ein bisschen Clash of Clans. Passt doch, oder? Für einen Wochenstart. Also, ich wünsche euch noch eine schöne, angenehme Restwoche. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet und dann sehen wir uns in den Livestreams und auch in den anderen Videos. Bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht.